Hallo zusammen. Ich bin Gecko. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Baby Truck kommt heute zum ersten Mal in unsere Werkstatt. Wir haben deshalb für ihre Begrüßung etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hallo, Baby Truck. Bist du nervös? Ist schon gut. Du bist hier in sicheren Händen, oder, Mechaniker? Ah, oh. Baby Truck, warte! Oh nein! Wir haben Baby Truck verschreckt! Keine Sorge, Mama Truck, wir finden sie! Schnell, Mechaniker, wir müssen Baby Truck finden! Arme Baby Truck. Wo kann sie denn nur sein? Versteckst du dich, Baby Truck? Weil du nervös bist? Weißt du was? Ich auch. Du bist das erste Mal in der Werkstatt. Wir wollten, dass es für dich was ganz Besonderes wird. Tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben. Aber ich verspreche, dass wir uns besonders gut um dich kümmern werden. Ist das okay? Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Hab noch einen schönen Tag, Baby Truck. Du warst so tapfer. Gern geschehen, Baby Truck. Vielen Dank, dass ihr heute bei Geckos Werkstatt reingeschaut habt. Bis bald. Hallo zusammen. Heute ist viel los. Baby Truck und Max Monster Truck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Oh, hallo Max. Los, los, Mechaniker. Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti. Die Reifen habt ihr wohl vertauscht. Schon okay. Wir machen alle mal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen. Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Oh. Ja. Oh. Baby Truck. Wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Oh, gut gemacht, Baby Truck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Ah, es ist so schön, Urlaub zu haben. Ich liebe Camping. Das Feuer wird sehr klein. Gelbi, holst du bitte noch etwas Feuerholz?
Zeit für eine Geschichte. Ich glaube, das Geschichtenbuch ist im Wohnwagen, Grüni. Danke, Gell. Warte mal. Das ist doch der Radstopper. Das heißt... Schnell! Haltet den Wohnwagen! Ich muss ihn doch irgendwie stoppen können. Danke, Grüni. Heiliger Schraubendreher. Hurra! Gut gemacht, Tilly. Oh, gut gemacht, ihr alle. Problem gelöst. Ja, Grüni, jetzt ist Zeit für eine Geschichte. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald. Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Dein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder. Los, los, Mechaniker! Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Tut mir leid, Baby Truck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui! Gut gemacht, du hast ihn. Bitte schön, Baby Truck. Oh. Ende gut, alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald. Kommt, Mechaniker. Heute kommt Fiona Feuerwehrauto zu uns. Wow! Ich bin Herr Wiesel, Inhaber von Wiesels Werkstatt. Vollautomatische, schnelle Reparaturen. Hallo, Herr Wiesel. Ich bin Gecko. Oh, da kommt meine erste Kundin. Wir reparieren es ratzfatz, drum sind wir auf dem ersten Platz. Wir sehen uns, Frosch. Ich heiße Gecko. Okay, Floella. Das dauert nicht lang. Ich bin nicht sicher, mit welchem Knopf man die Wartung startet. Oh, ich drücke sie einfach alle, das müsste gehen. Komm
bald wieder, Felicity. Das ging echt schnell. Oh yeah, sie sieht nicht gut aus. Komm rein, Fiona. Das sehen wir uns mal an. Das ist das Problem. Wiesel wollte so schnell fertig werden, dass er dir Seife in den Öltank gekippt hat. Wir haben das Problem behoben. Fionas Öltank wird uns loben. Ich habe doch den richtigen Knopf gedrückt. Ja, Igitt! Ups, wir sehen uns bald wieder in Geckos Werkstatt. Bis bald. Woher kommt das denn alles? Wiesel, alles okay? Ich habe aus Vicky den schnellsten Eiswagen der Welt gemacht. Aber sie ist losgefahren, bevor ich ein Eis essen konnte. Wir müssen Vicky stoppen, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet. Da kommt sie. Bereit, Blaui? Blaui, schnell, drück den Ausschalter. Gut gemacht, Blaui. Ich habe immer noch kein Eis bekommen. Ich hasse Raketen. Kommt, Mechaniker. Wir sehen mal, ob alles okay ist. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Heute ist es sehr matschig, also machen wir unsere Waschanlage bereit. Seht mal, da kommt Baby Truck, um sauber gemacht zu werden. Hallo Baby Truck. Lass mich mal raten, weshalb du hier bist. Plitsch, plitsch und platsch. Aktiviere Geckos Autowaschanlage. Das geht so nicht. Du bist immer noch schmutzig. Na klar. Wir haben vergessen, Seife nachzufüllen. Ohne Seife wird man natürlich nicht blitzsauber. Jetzt ist die Seife aufgefüllt. Dann können wir jetzt den Matsch wegwaschen. Sehr seltsam. Die Rollen müssten eigentlich den Schaum abwaschen. Ist es. Baby Truck ist zu klein. Die Rollen kommen nicht ran. Ah.
Die Waschanlage funktioniert und Baby Truck ist blitzeblank. Macht's gut, euer Gecko. Bis bald. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Wir haben gerade unser Notfallwarnsystem installiert. Hä? Da steckt jemand in Schwierigkeiten. Schnell, schnell, Tilly, Abschleppwagen! Das ist Erik Bagger. Er hat wohl einen Felsen erwischt. Sieh, sein Raupenfahrwerk ist kaputt. Oh. Oh, Blaui. Ich weiß, das Gewitter ist gruselig, aber wir brauchen deine Hilfe. Bist du tapfer für uns? Ah, ich komme nicht ran. Ich bin zu groß, da passe ich nicht durch. Hä? Oh nein, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, der Damm wird überlaufen. Blaui ist klein genug dafür. Gut gemacht, Blaui. Du bist sehr mutig. Oh nein! Der Damm hält nicht. Schnell, Blaui! Gemacht, Blaui. Du hast dich deinen Ängsten gestellt. Sieh mal, ein Regenbogen. Macht's gut, euer Gecko. Bis bald. Gibst du mir einen Schraubenschlüssel, Blaui? Das ist kein Schraubenschlüssel. Das ist ein Holzlöffel. Klingt wie Baby Truck. Ich frage mich, weshalb sie so aufgeregt ist. Haha, ich präsentiere Wilbur T. Wiesels neuen Elektromagnet. Oh, oh. Wie schaltet man den aus? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh nein. Herr Wiesel hat ein magnetisches Problem. Alles okay, Gecko. Wenn du ihn nur ausschalten könntest, indem du den Schalter betätigst. Blaui, stopp! Ein Magnet zieht alles an, was aus Metall ist. Oh. Oh nein, Mechaniker. Oh, ich weiß, bei mir Recycling. Ich muss ihn abschalten. Aber ich darf kein Metallwerkzeug benutzen. Ha, na klar, der Holzlöffel. Keine Sorge, Freunde, gleich seid ihr frei. Dank meiner kleinen Holzlöffelbastelei. Ha, das wird nicht funktionieren. Au. Ah, geht es euch gut? Oh, super. Wir sehen uns bald zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Bis bald. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Es ist ein schöner, sonniger Tag, also wird Roti heute aufs Dach steigen. Und unsere neuen Solarplatten anschließen. Die saugen die Energie von der Sonne auf und machen daraus sauberen Strom für die ganze Werkstatt. Hallo, Bobby. Wow. Sieh dich nur an.
Du bist ja ganz schmutzig und wir haben dich erst gestern sauber gemacht. Kein Problem. Plitsch, plitsch und platsch, aktiviere Geckos Autowaschanlage. Du bist wieder sauber und bereit für die Straße, Bobby. Oh, du bist wieder schmutzig. Wie ist das passiert? Ich glaube, wir müssen dich per Hand waschen. Ja. Blitzsauber. Jetzt kannst du wieder auf deine Busstrecke, Bobby. Das macht dich immer so schmutzig. Dein alter Benzinmotor. Was würdest du von einem neuen, sauberen Elektromotor halten? Sind die Solarplatten bereit? Die Platten wandeln die Sonnenenergie um. Und schon macht Bobby sauber. Brumm, brumm. Wir sehen uns bald wieder für noch mehr Spaß bei Geckos Werkstatt. Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Also habe ich beschlossen, Vögel zu beobachten. Oh, seht mal. Die Zwillinge. Barry und Carrie. Oh nein! Barry hatte einen Unfall. Schnell, Mechaniker. Wir müssen schnell helfen. Schnell, schnell, Tilly Abschleppwagen. Keine Sorge, Barry. Wir haben dich gleich da rausgeholt. Blaui! Dann untersuchen wir dich mal. Das ist seltsam. Dein Motor springt nicht an. Carrie will Barry aufmuntern. Wie lieb. Da liegt der Hase oder Fisch im Pfeffer. Der Fisch steckte wohl in Barrys Auspuff. Deshalb ist der Motor nicht angesprungen. Es ist so schön, wenn Freunde zu Besuch kommen. Da wird man viel schneller wieder gesund. Der Fisch ist wieder zu Hause. Seine Freunde haben sich bestimmt schon Sorgen gemacht. Also, Ende gut, alles gut. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Danke, Roti. Oh, heute ist es wirklich heiß. Sieh mal da drüben. Baby Truck und Mami Recycling wollen ein Picknick machen, aber Baby Truck sieht gar nicht gut aus. Komm mit, Baby Truck. Wir sehen uns dich an und schauen mal, was dir fehlt. Oh, das ist das Problem. Du glühst ja förmlich. Schnell, Mechaniker, holt Wasser. Oh je, du
hast nicht genug Wasser getrunken, oder? Es ist wichtig, viel Wasser zu trinken, wenn es so heiß ist. So ist's besser. Aber ich glaube, dir ist immer noch zu heiß. Aha, ich hab's. Stell die Waschanlage bitte auf kalt, Roti. Okay, Baby Truck. Zeit für eine Abkühlung. So ist's besser. Jetzt könnt ihr Picknicken fahren. Habt viel Spaß. Bis bald. Oh, seht mal, Mechaniker. Das ist Familie Truck. Guten Morgen miteinander. Oh, da hast du ja ein schönes Boot, Baby Truck. Oh nein, ein Reifen. Der schwimmt ja genau auf Baby Trucks Boot zu. Danke, Mami Recycling. Jetzt können wir den alten Reifen recyceln. Wartet. Seht mal. Noch mehr Müll. Der muss von irgendwo flussaufwärts kommen. Kommt mit. Du bleibst hier, Gelbi, und passt auf das Boot auf. Da ist noch mehr Müll. Wo kann der nur herkommen? Was soll das denn? Oh, Gecko. Ich wollte meinen ganzen Müll loswerden. Oh, die Bremsen klemmen. Man sollte Müll aber nicht in den Fluss werfen. Ah! Oh. 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 Oh nein! Ihr schwimmt genau auf Baby Truck und ihr Boot zu. Hilfe! Müll darf man nicht in den Fluss werfen, Herr Wiesel. Das macht den Fluss schmutzig. Fast wäre Baby Trucks Boot kaputt gegangen. Ein Boot? Ich habe zuletzt als kleines Wiesel mit einem Boot gespielt. Ich habe eine Idee. Müll kann man doch recyceln und aus alten Sachen schöne neue machen. Ich zeige es euch. Hurra! Lichtet den Anker. Achtung, hier kommt die MS Wiesel. Das macht so viel Spaß. Und der Fluss ist wieder sauber. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald. Hallo zusammen. Heute ist Erik Bagger hier zur Durchsicht. Wir müssen nachsehen, ob er gesund und munter genug für all das Baggern ist. Wer will ihm helfen? Ich glaube, ich wähle Gelbi. Ich weiß, dass du spielen willst, aber ich glaube, die Arbeit in der Werkstatt macht dir genauso viel Spaß. Sehen wir uns zuerst deinen Motor an, Erik. Lass ihn mal schön aufheulen. Das kannst du doch besser, Erik. Gut gefangen, Gelbi. Jetzt sehen wir uns mal dein Raupenfahrwerk an.
gleich fertig mit der Durchsicht, Erik. Mal sehen, wie gut dein Baggerarm funktioniert. Oh, der braucht einen Tropfen Öl, Gelbi. Gut gemacht, Erik. Du hast die Durchsicht geschafft. Jetzt bist du bereit und kannst weiter baggern. Willst du zu den anderen, Gelbi? Hehe, ich hab doch gesagt, Arbeit kann Spaß machen. Wir sehen uns bald wieder mit mehr Arbeit und Spaß bei Geckos Werkstatt. Okay, Mechaniker. Max will besser springen können. Also müssen wir seinen Motor aufrüsten. Hm, Blaui. Siehst du mal bitte nach, wer an der Tür ist? Wer ist es, Blaui? Ich hoffe, dir gefällt mein kleines Geschenk, Gecko. Was ist das? Ein Geschenk? Ich frage mich, von wem es ist. Wow! Ein neuer Wagenheber. Lasst uns den ausprobieren. Dank der Feder, die ich eingebaut habe, findet ihr ihn wahrscheinlich sprunghaft. Mechaniker! Danke, Mechaniker. Ich glaube, der Wagenheber ist ein bisschen kaputt. Warte mal. Okay, Max. Probier es mal. Hihi, man kann alles für irgendwas gebrauchen. Gute Arbeit zusammen. Fröhliches Halloween! Schon gut, Mechaniker. Ich bin's nur, Gecko. Hä? Wartet mal. Was ist das für ein Geräusch? Da ist es wieder. Ich hoffe, das ist kein gruseliger Halloween-Geist. Huh, was es auch war. Ich glaube, es ist weg. Hä? Oh nein, Mechaniker. Ich glaube, in der Werkstatt spukt es. Blaui. Wartet mal. Blaui, komm her. Das Geräusch ist nur da, wenn du dich bewegst. Kein Grund für Stress und Gänsehaut. Da war nur Blauis Rad so laut. Ein Tropfen Öl hilft da zumeist. Schon ist er wieder weg, der Gruselgeist. Puh, Stress vorbei. Jetzt können wir Süßigkeiten sammeln gehen. Fröhliches Halloween. Bis bald. Sehr gut, Erik.
Ist es jetzt besser? Was war das? Oh, das ist Max Monster Truck. Er sollte hier doch nicht spielen. Baustellen sind gefährlich. Seht euch nur an, wie viel Chaos Max macht. Max hat kein Benzin mehr. Wir müssen ihn da rausholen, bevor der Beton hart wird. Schnell, Mechaniker, holt das Benzin. Oh nein, der Beton wird in einer Minute hart sein. Oh, wie sollen wir denn das Benzin nur zu Max bringen? Erik hat eine Brücke gemacht. Der Beton ist fast fest. Fahr, Max, fahr! Ich glaube, Max hat seine Lektion gelernt. Danke, Max. Wieder ein Problem gelöst. Wir sehen uns. Bis bald. Du hast recht, Grüni. Da brennt es. Ich glaube, Fiona Feuerwehrauto ist auf dem Weg. Oh nein. Mama und Baby Truck spielen Truckrennen. Sie sind so laut, dass sie Fionas Sirene nicht hören. Fiona, wir sollten dich mit einer lauteren Sirene ausstatten. Los, Mechaniker! Lasst uns Fionas neue Sirene einbauen. Genau! Wir brauchen ein schönes, lautes Tatütata. Fertig! Probier's mal, Fiona. Das ist falsch. Klingt nach einer Haustür. Probieren wir es nochmal. Und das klang wie ein Dinosaurier. Wir brauchen ein Tatütata. Das war richtig. Aber es muss viel lauter sein. Der Warnkegel hat dich lauter gemacht, Gelbi. Vielleicht funktioniert das auch mit der Sirene. Das ist ein lautes Tatütata. Bis bald, Fiona. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst. Da sind Mama Truck und Baby Truck. Warum wartet ihr hier? Der Tunnel ist blockiert und ihr kommt nicht durch? Das sehe ich mir mal an. Wow, ein Niederbruch. Noch ein Niederbruch. Wir sitzen hier fest.
keine Sorge, ich habe mein Werkzeug dabei. Wir brauchen größeres Werkzeug. Nicht mal Tilly ist stark genug, um den Felsen zu bewegen. Wie sollen wir hier rauskommen? Mama Truck, du hast uns gerettet. Ich sollte Erik Bagger anrufen, damit er die Felsen wegräumt. Wir sehen uns nächstes Mal zu Spaß und Abenteuer in Geckos Werkstatt.